Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Grisou und ich starte hier eines meiner ersten Let's Plays mit Borderlands 2, ganz in Vorfreude auf den nächsten Teil. Der sah super aus auf der Gamescom. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich nehme den Ganserker. Ahnung, wie das hier läuft, habe ich überhaupt keine mehr. Also hab etwas Erbarmen, das wird bestimmt lustig. Ja, so ganz tot bin ich noch nicht hier. Ah, der meint die eisernen Stiele da vorne. Moment, du bist nicht tot! Ja! Jetzt komme ich von diesem Gletscher runter! Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen! Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4PTP Stewardbot. Aber meine Freundin nennt Tja, und ich bin ein Besucher. Mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder nur ohne Bot. Oh, aber da merke ich, ich muss die Mausempfindlichkeit definitiv zurückstellen. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch, da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe. Verwende WASD, um dich zu bewegen. Verwende die Maus, um dich umzusehen. Weil er meine Modellreihe gekillt hat und meinen zentralen Prozessor reparieren, damit ich aufhöre, laut zu denken. Wie es wohl ist, ein Bauchnabel zu haben. Ich erkläre dir bald alles, aber sei gewiss. Erst lern mir, warum ich einen Bauchnabel habe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Claptrap. Hey, lauf mal nicht so schnell. Ich bin gerade erst aufgewacht. Sehr gut. Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Ja, Mann. Weil ich bin der Zerstörer. Und öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullimungs in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Oh, da gibt's glaub was. Moment mal, kann ich jetzt die Empfindlichkeit schon runterstellen? Müsst ihr kurz entschuldigen. Schauen wir mal. 45. So. Ja, bisschen besser. Ich glaube, ich habe es einfach nicht mehr so im Griff. Ja, Geld ist immer gut. Ah ja, Massenaufnahme. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymog namens Knucklecracker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich so. Habe eine Pistole in dem Schrank da drüben, für Notfälle. Ja, ich glaube, die habe ich schon genommen. Hey. Ich hoffe, ich habe die schon genommen. Reißt der ihm einfach das Auge raus. Das gibt's ja nicht. Okay. Besorge dir eine Waffe. Du hast dich soeben 1,5 Meter bewegt und einen Schrank geöffnet. Später, wenn du mit einer blitzespeienden Waffe Monster von der Größe eines Wolkenkratzer tötest, wirst du auf diesen Moment zurückblicken und milde lächeln. Ja, dann machen wir das doch. Belohnung. Ha, erfüllt. Siehe da. Vor langer Zeit wir haben eine Knarre. Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Nice. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Ja, ich auch. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein Ja, ändere mich weg. Mein furchtloser Untertan und Handlanger. Ja, genau. Mann.
sammle mir alles auf. Ich habe hier an Weihnachten hier. Ich habe nur eine Pistole, aber habe schon Munition wahrscheinlich, um ein ganzes Dorf auszulöschen. Na, da war doch was mit Massenaufnahme. Mal gucken, wie lange das dauert, bis ich das kapiert habe. Ja, die hättest du schon lange aufmachen können. Winter Waste Claptrap's Place. Ja. Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße. Oh. Ich gehe davon aus, dass du das nicht gesehen hast. Nö. Ich hab nichts gesehen. Obwohl Lucky Dragon mich geblendet hat, kenne ich mich auf diese. Ich nutze Maus 1, um zu feuern und Maus 2, um zu zielen. Aha. Und V, um 1 einem in die Fresse zu hauen. Das machen wir doch. Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Er beschützt mich. Nur dort bist du in Sicherheit. Der Roboter beschützt mich. Komm jetzt, Handlanger! Mit ihm bin ich auf der sicheren Seite. Andiamo, andiamo! Ich höre Bullimons! Trabajo, trabajo! Oh. Diese Mission hat einen Umgebungswegpunkt. Umgebungswegpunkte geben dir grob die Umgebung deines Ziels an, aber du musst dort selbst suchen, um es zu finden. Also wenn das die Gegner sind, ich glaube, dann haben wir sie gefunden. Futsch! Komm her, du Biest! Oh! Critical. Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary. Ja, ja. Gib mir Geld. Gib mir Geld, gib mir Geld. La Cucaracha. Schon wieder? Der krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Sing! Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo auf, du sicher auf. Bist. Begib dich nach Sanctuary. Muhaha. Oder gehen wir mal lieber langsam runter hier. Critical! Aus der Hüfte raus. Da gibt es noch mehr solche Eierköpfe. Oh, das ist was Größeres. Gewesen. Bullimox. So heißen also die Viecher. Bullimox. Ich höre keine Bullimox mehr. Ich warte. Gib mir Geld. Dass du mich wegbringst. Aber bitte, lass dir Zeit. Ich muss feststellen, dass du mich nicht wegbringst. Vielleicht denkst du, Claptraps. Gib mir Geld. Gerechte und fähige Geräte. Wenn du mir Geld gibst, bring ich dich viel schneller weg. Was sind denn meine? Ich glaube, du kommst selbst daraus. Ja. Vielen Dank, Freund aller Freunde. So, lauf mal weiter. Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde Mr. President. Kammerjäger taucht auf. Kammerjäger sucht nach neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt von mir. Nein. Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Herzchen, nenn mich nicht Herzchen. Derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Muhaha. Endlich. Oh, da ist einer böse. Ist gerade hört. Das wird wohl wehtun. Ist hier nur die Frage, wem das wehtut, mein Freund. Oh, das hat mir wehgetan.
glaube, irgendwas verstehe ich hier nicht so ganz richtig. Muss doch irgendwie ausweichen können. Komm mal, geh schlafen, Mieze. Ja, nee. Nächstes Level. Ja, ja. Du bist so im Level aufgestiegen, bla bla bla. Bla. Außerdem wir gleichzeitig bla. Okay, alles klar. Dann sind wir wieder fresh. Dann geh schlafen, mein Freund. Du bist sowieso ein kleiner. Komm her. Da, Faustmann. Was für Anusse? Waffenwechsel mit Mausrad, okay. Das werden wir wohl hinkriegen. Okay. Du hast mein Auge? Spitze! Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie lange du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Mein Kumpel Hammerlock in Lyersburg kann mich reparieren. Allons-y! Allons-y, Alonso! Ah, voll. Das hat man doch gern. Allons-y, Alonso. Lyersburg liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frachters. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Ja, gut. Mach mal auf. Ha! Das ist Hyperion-Technik. Pipifax. Pipifax. Und öffne dich. Da kriegt bestimmt Krebs. Ich hab's doch gesagt. Und jetzt? Ja, Bullimons. Warte, ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Mach mal die. Ui. Okay. Wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allen auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiterer Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Untertan, dein Herr braucht Hilfe! Ja, du brauchst Hilfe. So. Da haben wir doch gerade wieder was geschafft. Vielleicht von der anderen Seite, ne? Nice. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist für ein Treffen mit Sir Hammerlock, Handlanger. Ja. Begib dich nach Lyersburg. Knuckle Dragger ist tot und du hast Claptraps Auge zurück. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der es ihm wieder einsetzt. Naja. Wir dürfen ihm die Faust hier nicht reinstecken, also müssen wir das ja wohl oder übel machen. Machen wir das. Heuer. Reisen wir. Skrumme. Update. Token einlösen. Badass-Token. Ja, dann tun wir das doch. Schusswaffen, Treffsicherheit, das hört sich doch gut an. Schildkapazität, hört sich auch gut an. Ja, nehmen wir mal die Schildkapazität. Sehr schön. Ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Ja, der herrscht nicht mehr lang. Captain Flint. Achtung, Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders.
Weidmanns Heil, Banditen! Weidmanns Heil. Die Knarre gefällt mir nicht so. Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kamerad die besser. Und bringt ihn zu mir. Sofort! Ja, es ist zu. Mach die Tür auf. Hey, Hannelock! Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, ich habe früher kleine Hunde gegessen. Oh, ich bin nicht so freundlich. Wo haben wir noch ein paar? Ja, wo? Muhahaha. Gute Mungs. Ein Bullimong weniger. Gepennt, Mann. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Hey, Hannelore. Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auge reparieren? So sieht's aus. Ich stehe jetzt in eurer Schuld. Oh, kann man nicht zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Oh, das war nicht schlecht. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Sherlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Pfarrkannibalen im Brustkasten eines Fensters. Ja, und jetzt rennt er wieder weg. Ich verkacke mich nicht. Strom ist doch definitiv noch drauf. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Oh, cool, er macht mir einen Gefallen. Ha! Schräger Vogel. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Jäger. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation Open mit Jack Door. Erlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Ja, natürlich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboter-Auge geben würdest. Soll ich das ihm wirklich geben? Ja. Könnt ihr mir den Mund abmontieren? So, steck's ihm rein. Das hier mit dem hier verbinden. Aber tief, genau. So, richtig mit Druck. Das jawohl. War's auch schon. Noch einmal draufschlagen. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird ja, Zeit, guck dich mal an, Alter. Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder. Wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist. Ja, aber es hat schon was, der Grafikstil. Also ich bin echt froh, wenn der neue Teil rauskommt. Aber so lange werde ich mich jetzt hier noch ein bisschen mit dem hier vergnügen. Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland... Ja, der Präsident. ...unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ja. Schindern wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. So, da sind wir doch.
Schnellreise. Du hast jetzt zwei Schnellreisezielorte entdeckt. Nutze eine Schnellreisestation, um schnell an jeden bereits entdeckten Ort auf Pandora zu reisen. Das nenne ich praktisch. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie ja, das Sanctuary haben wir ja gemacht. Dann kassieren wir die Belohnung. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Oh, wir haben ein Schild bekommen, wo wir nicht benutzen können. Das ist natürlich immer nice. Und? Du hast jetzt einen Schild. Verursachter Schaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn der Schild aufgebraucht ist, wird er nach kurzer Zeit wieder aufgeladen. Halte Ausschau nach stärkeren Schilden mit speziellen Eigenschaften. Ja, das werden wir tun. In dieser Stadt war mal ordentlich was los. Definitiv werden wir das tun. Um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Ah, da hat er immer noch ein Ausrufezeichen. Diese Stadt ist nicht groß genug. Es ist nur Platz für eine tödliche Zweibeinige vom Affen abstammende Spezies in Leiersberg. Ja, definitiv. Und dieser Affe bin ich. Aktive Mission. Du kannst jetzt an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Echo Gerät hab, ja. Gut, alles klar. Tja, da hat ja wohl gerade mein Handy geklingelt. Tut mir leid, dass das euch gestört hat. Aber in diesem Sinne hat es mich auch daran erinnert, dass die Zeit schon um ist. Ich bedanke mich, für dass ihr reingeschaut habt, und ich hoffe, dass wir uns bald zum neuen Video hier von Borderlands sehen. In diesem Sinne.